unseres Prospektes finden Sie einige landesübliche Idiome, die es Ihnen sicher leicht machen werden, sich in die Herzen der Bevölkerung einzuschmeicheln. Ich bin überzeugt davon, auch Sie werden genauso begeistert sein, wie wir es waren, als wir auf einer unserer zahlreichen Informationsreisen diesen Ort für Sie entdeckt haben. Umrahmt von 4000 Meter hohen Bergen liegt der Ort in einer Höhe von 980 Metern über dem Meer. Die Bevölkerung ist zutraulich, aber nicht aufdringlich. Wo ist Lars? Was ist passiert? Dankeschön, verstanden. Was ist Lars eben passiert? Ja, wunderbar. Wandere, es geht los. Machen wir dann einen Zeitvergleich? Ja, schnurren. 14:30? Ja, schnur passt. Stufe 1. Okay, fein. Natur. Können Sie es riechen? Können Sie es fühlen? Sehen Sie es? Ich glaube, ich brauche nun keine weiteren Worte mehr zu verlieren. Lehnen Sie sich zurück in Ihre bequemen Sitze und entspannen Sie sich auf den letzten Kilometern. Nehmen Sie die Landschaft in Ruhe, ich möchte fast sagen, andächtig in Ihre Herzen auf, ehe wir unser Ferienparadies erreichen werden. Grüß Gott. Willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Denk. Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott. Dach. Tag. Willkommen. Guten Tag. Grüß Denk. Grüß Gott. Schön hier. Guten Nachmittag. Hallo. Hallo. Grüß Denk Gott. Für dich ist morgen Wandern, ein bisschen Kultur bei Max. Ja. Und Sonnenuntergang. Für die Sepp ist Wecken. Variante 2. Mhm. Ja, bis später wirst du dann auf da ungefähr bei mir daherkommen. Ach, so gegen 15 Uhr? Ja, ist gut. Na, da könntest du doch den Sonnenuntergang ein bisschen früher machen, oder? Geht in Ordnung. Ja, dann hätten wir Zeit für eine Zwischenbilanz. Mhm. Und wie ich den Max kenne, brauchen die Leute eh noch ein bisschen eine Erholungszeit, damit sie den bunten Abend da backen. Lassen den Fuß abrollen von der Ferse über die Außenkante zum Großzehenballen. Bitte machen Sie mir das nach. So etwa.
Nun stellen wir fest, dass hier ein Berghang gibt. Es geht bergauf. Ich schaue mir die Situation an. Das Gelände, es sind einige Unebenheiten drin. Ich versuche, denen nun aus dem Wege zu gehen und gehe nun langsam bergauf, indem ich mein Gewicht auf den unteren Fuß stütze und dann das Schwungbein nach vorne schiebe und so praktisch den Grat hier erreiche. Nun muss ich bergab gehen. Sieh, hier sind keine Unebenheiten, es geht nun schneller. Ich setze die Ferse ein und fange mein Gewicht mit dem unteren Bein auf. Es geht natürlich auch parallel. Bitte machen Sie mir das alle nach. Parallel, ganz steif den Fuß halten. Wunderschön. Bisschen schneller, ja? Sonst wandern wir morgen noch. Schauen Sie sich bitte alles ganz genau an. Wenn Sie noch Fragen haben dazu, hier sind alle Pflanzen beschildert. Ja? Werfen Sie nur einen Blick darauf. Und wir werden dann anschließend hier eine kleine Rast einlegen. Bitte kommen Sie durch den Lehrpfad. Folgen Sie mir bitte. Aber meine Liebe, Sie sitzen ja auf Ranunculus acris. Ich komme meine Ration. Vielen Dank. Noch jemand eine Gurke? Sie haben noch keine Gurke gehabt. Das ist die Ludmilla. Guten Tag. Na, richtig noch, Liebe. Was hast du denn heute wieder gemacht? Anastasia, bei dir blühen schon wieder Blumen am Balkon. Also ich möchte euch vor allen Dingen alle herzlich begrüßen hier. Ich möchte euch jetzt ein bisschen zeigen, wie es bei mir ist. Ich habe so klein angefangen. Siehst du, das sind so liebe Gäste. Die haben mir so viel Geld da lassen, dass man heute Abend wieder ein Bier und einen Schnapskampf bekommt, gell? Du, und bleib ruhig. So, du voll aber nicht oben, Scheiße, du hängst dir wieder ein, der Bach. In deiner Nähe. Oh, du. Mein Gott, du. Du. Schauen Sie da drüben auf dem Hang. Sie erleben nun den einmaligen Sonnenuntergang hier. 125.56. Ja, das ist ein Sonnenuntergang. Haben Sie ihn alle aufgenommen? Halt, ich habe die falsche Blende eingestellt. Moment bitte. Na ja, gut, dann werden wir sehen, was sich machen lässt. Schauen Sie nun nochmal auf den Hang. Ja, wunderbar. Und nun geht sie wieder dahin. Wunderbar. Ja, danke sehr. Ich glaube, das genügt. Wir haben nun den Sonnenuntergang in der Kiste und fahren fort. Thank you.